Seit 2 Stunden sind wir in einer Sitzung mit dem Verwaltungsrat, um erneut über die Verhandlungen zu sprechen. Die Unternehmensleitung hat uns zwischen 20 und 25 Euro am Ende des Tages angeboten. Sie weigern sich, mit uns darüber weiter zu verhandeln. Sie weigern sich auch, uns ernst zu nehmen und unsere Sicht der Dinge zu berücksichtigen. Sie reden ständig über soziale Maßnahmen, aber sie tun nichts Soziales. Wir haben sie jetzt um ein annehmbares Angebot gebeten, was abgelehnt wurde. Sie glauben also, dass es eine weitere Verhandlung am kommenden Mittwoch geben wird, um zu einem annehmbaren Ergebnis zu kommen. Also haben wir uns entschieden, sie einfach machen zu lassen, und wir bereiten dafür eine große Demonstration am kommenden Montag in Mettlach vor. Dort werden dann alle Angestellten ihre Wut und ihre Unzufriedenheit vor dem Hauptverwaltungsrat von Villaroy & Boch zeigen.